Die Riester-Rente ist die größte Volksverarschung, die jemals in diesem Land organisiert worden ist. Und zwar von Rot-Grün. Wir wollen das bitte nicht vergessen. Wer 2000 Euro brutto oder weniger verdient und Riester hat hinterher Grundsicherung, wenn nicht, Riester hat auch Grundsicherung. Die Riester alle komplett für den Arsch. Und der Arsch hat auch einen Namen. Walter Riester. Einer der großen Arbeiterverräter, die die SPD hervorgebracht hat. Da gibt es eine ganze Menge von. Walter Riester, der schlecht verfugte Fliesenleger. Die Stiftung Warentest hat relativ schnell nach Einführung der Riester-Rente ausgerechnet, dass alles, was wir an Steuergeld in die Riester-Rente reinblasen, denn damit werden sie ja gelockt. Ne, musst du machen, Riester-Rente, kriegst ein paar Euro Zuschuss im Jahr, muss er mitnehmen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wo der Staat das Geld hernimmt, was er Ihnen da dazu tut? Könnte das aus Ihren Steuergeldern stammen? Also so genau wollen Sie das auch nicht wissen. Ne? Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche kennt einen bösen Staat, dem immer alles abnimmt, und einen guten Staat, dem was dazu tut. Und diese beiden Staaten haben nichts miteinander zu tun, meine Damen und Herren. All die Milliarden, die wir jedes Jahr über die Steuergelder in die Riester-Rente reinblasen, kommen überhaupt nicht bei den Sparern an. Dieses Geld versickert komplett in den Taschen der Versicherungsvertreter, in Form von Abschlussgebühren und Provisionen und in den Taschen der Versicherungskonzerne. Das ist offiziell durchgerechnet. Die Sendung Monitor hat da schon vor Jahren darüber berichtet. Der Walter Riester, der hat persönlich von der Riester-Rente profitiert. Der hat nämlich Vorträge gehalten über die Riester-Rente. Für ein paar hunderttausend Euro, noch zu seiner Zeit als Minister, ja, da hat man ja was zu tun, ne? Als Minister, wenn man keine Lust mehr hat auf Nasebohren, hält man Vorträge. Sie kennen doch den Kurs für gehobenes Gelaber von SPD-Schwachmaten. 10.000 Euro die Stunde. Steinbrück bei den Banken, Riester bei den Versicherungsgesellschaften. Ja, der hat Vorträge gehalten bei den Versicherungsgesellschaften über die Riester-Rente für 10.000 Euro die Stunde. Was glauben Sie denn, wovon die das bezahlt haben? Von ihren Riester-Rentenbeiträgen. Sie glauben immer noch, sie sparen fürs Alter. Davon machen die Bunga Bunga in Budapest. Riester-Rente ist Vollverarschung, auch für die Leute, die mehr verdienen. Das haben wir Versicherungsmarkt dazu geschickt, diese Informationen. Auch da gibt es anständige Menschen, die sagen, sowas verkaufe ich nicht. Wenn Sie das, was Sie in die Riester-Rente eingezahlt haben, wenn Sie das in 30 Jahren nur das Geld wiederhaben wollen, müssen Sie hinterher 85 Jahre alt werden, mindestens. Denn vererben können Sie die Riester-Rente nicht. Witwen Riester ist nicht. Sie werden 85 oder die anderen haben gewonnen. Haben Sie eine schöne Wette abgeschlossen? Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit 3% Rendite wiederhaben wollen, müssen Sie schon 95 Jahre alt werden. Finde ich ambitioniert. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit Inflationsausgleich wiederhaben wollen, müssen Sie Heesters mit Nachnamen heißen. Das ist eine riesen Volksverarschung, von Rot-Grün organisiert und von denen, die bis heute verteidigt. Die sind bis heute nicht bereit, sich von der Schweinerei zu distanzieren. Im Gegenteil, die rufen immer noch dazu auf, die Leute sollen privat, kapitalgedeckt, Altersversorgung betreiben. Und selbst wenn der Mindestlohn jetzt kommen sollte, er wird nicht für alle kommen und auch nicht sofort. Aber gehen wir mal davon aus, 8,50 Euro die Stunde, da weiß ich doch, wie soll man das bezahlen? Ne? Wissen Sie, was das umgekehrt heißt, 8,50 Euro die Stunde für jemanden, der dafür arbeiten geht? Wir reden von 1.000,50 Euro netto im Monat für einen Single. Das ist dann der Mindestlohn. Da weiß man gar nicht, wohin mit der Kohle. Ne? Und wenn einem dann noch jemand empfiehlt, davon noch eine kapitalgedeckte Altersversorgung abzuschließen, meine Damen und Herren, dann muss er für das Wort Arschloch eine Steigerung finden. Ich schlage offiziell Sozialdemokrat vor.